Dienst. So gegen 23.30 Uhr, da ruft Ingrid Z. in der Nürnberger Gaststätte die letzte Runde aus. Also viele Gäste sind ohnehin nicht mehr dort an diesem Novemberabend 1985. Als die Schichtleiterin dann wenig später die Abrechnung macht und die Tageseinnahmen wegbringen will, da fällt ein Schuss und trifft die 27-Jährige in den Rücken. Eine raffinierte Einbruchsmethode in Berlin. Ein kaltblütiger Mord in Nürnberg. Und eine ausgemusterte Polizeipistole. Die wichtigste Frage dabei, wer hat im Jahr 1985 die Kellnerin Ingrid Z. umgebracht? Dieser Frage ist die ZDF-Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst nachgegangen. Der Kriminalitätsexperte Ralf Döbele begibt sich auf die Spur von mehreren Verbrechen, die miteinander zusammenhängen. Das Besondere an diesem Fall ist sicher die Tatwaffe. Die wurde zuerst hier in Berlin bei zwei Verbrechen eingesetzt und tauchte dann am anderen Ende der Republik wieder auf bei einem sehr viel schwereren Verbrechen. Und wie sich dann herausstellen sollte, die Tatwaffe gehörte früher der Polizei. Berlin Mitte September 1985. Ein Juweliergeschäft im Nordwesten der damals noch geteilten Stadt bekommt unangenehmen Besuch. Der erste Fall dieser Einbruchserie geschah in der Nacht vom 12. zum 13. September 1985 in Berlin-Hermsdorf. Ein Mann nahm seine Tatwaffe und schoss ein kreisrundes Loch in eine Schaufensterscheibe, die Schaufensterscheibe eines Juweliers. Dann nahm er einen dünnen Draht und angelte diverse Schmuckstücke durch das Loch heraus, hauptsächlich Ringe und Armbänder im Gesamtwert von 3.500 Mark. Ein paar Nächte später ist der Täter schon wieder unterwegs. Und zwar hier am Kurfürstendamm im Herzen von Berlin in der Nacht vom 23. zum 24. September. Dieses Mal schoss er zweimal auf das Schaufenster. Das Loch war entsprechend größer und dementsprechend höher fiel auch die Beute aus, rund 12.500 Mark. Die Hülsen der Patronen bleiben am Tatort zurück. Und die Ermittlungen ergeben, bei den Einbrüchen kam dieselbe Waffe zum Einsatz. Vermutlich stammten die Patronen aus einer Walter PPK, aus einer früheren Dienstwaffe der Berliner Polizei. Solche Dienstwaffen waren damals unschädlich gemacht worden. Also sie wurden quasi entschärft und wurden dann nach Westdeutschland verkauft als sogenannte Zierwaffen oder Schmuckwaffen. Allerdings ging die Polizei nun davon aus, dass es irgendwo jemanden geben musste, der diese Waffen wieder schussfähig machte und sie wieder an die Berliner Ganoven verkaufte. In den Wochen nach den Einbrüchen muss die Waffe irgendwie aus Berlin durch die DDR nach Nürnberg gekommen sein. Denn kurz darauf taucht sie dort bei einem brutalen Verbrechen wieder auf. Wir sind hier im Burgviertel von Nürnberg. Hier befand sich Mitte der 80er Jahre ein stadtbekanntes Café. Schichtleiterin der Spätschicht in diesem Café war Ingrid Z., 27 Jahre alt. Sie begann auch am 28. November 1985 wie gewohnt ihre Schicht um 16 Uhr. Der Arbeitstag verläuft für Ingrid Z. ohne besondere Vorkommnisse. Betrieb und Umsatz in der Gaststätte sind ähnlich wie immer. Um 23.30 Uhr ruft sie die letzte Runde aus. Einige Zeit später macht eine andere Mitarbeiterin des Cafés eine ungewöhnliche Beobachtung. Im Untergeschoss trifft sie auf einen jungen Mann. Sie spekulierte, dass er zu zwei anderen Gästen gehörte, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch im Café aufhielten. Das war gegen 0.20 Uhr. Kurz darauf ist Ingrid Z. allein im Lokal. Sie macht die Abrechnung, packt die Tageseinnahmen in eine Folie und will sie dann nach nebenan zum Pächter bringen. Dabei muss sie von ihrem Mörder überrascht worden sein. Der Unbekannte schoss ihr zunächst in den Rücken, dann war Ingrid Z. allerdings noch nicht tot. Der Mann trat näher und schlug ihr 14 Mal mit dem Griff seiner Pistole auf den Kopf, solange bis die Bedienung tot war. Am Tatort zurück bleibt die Patronenhülse, Kaliber 7,65. Kriminaltechnische Untersuchungen ergeben, es ist die identische Waffe, die wenige Wochen zuvor bei den Einbrüchen in Berlin benutzt wurde. Eine heiße Spur zum Täter gibt es allerdings nicht. Deshalb wendet sich die Polizei schließlich an die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Die Kripo Nürnberg, meine Damen und Herren, versucht seit einem knappen Jahr einen Raubmord aufzuklären, der von mehreren Besonderheiten geprägt ist. Die Tatwaffe, eine solche Pistole des Kalibers 7,65, stammt nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit aus alten, ausgemusterten Beständen der Polizei.
Und sie wurde, und auch das ist ungewöhnlich, 2 Monate vor dem Mord als Einbruchswerkzeug benutzt. Und zwar nicht in Nürnberg, sondern in Berlin. Die wichtigste Frage bei der Ausstrahlung in Aktenzeichen XY war sicher, ob es noch Gäste gab, die am Abend des 28. November in dem Café gewesen waren, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet hatten. Möglicherweise auch überregionale Gäste, die bereits für den Christkindlesmarkt in Nürnberg waren. Besonders wichtig war es auch, den jungen blonden Mann zu finden, den die Köchin im Flur gesehen hatte oder möglicherweise auch die anderen beiden Gäste, zu deren Gruppe er gehörte. Möglicherweise konnte auch die Beute aus den Schaufenstereinbrüchen in Berlin zu dem späteren Mörder führen. Und für 2 der Schmuckstücke hatte die Kripo Vergleichsstücke zu einem Damenring und einem dazu passenden Collier. Nach der Sendung gehen etwa 25 Hinweise ein, die sich hauptsächlich auf die ebenfalls geraubte Geldtasche der Kellnerin und auf potenziell Verdächtige beziehen. Zu den letzten Gästen und zum Verbleib der Tatwaffe kommt im Studio allerdings wenig Konkretes an. Bis zum entscheidenden Hinweis auf den Raubmörder von Ingrid Z. vergehen noch mehr als 2 Jahre. Überraschenderweise bringt dann ein Geständnis im Fall der Berliner Schmuckdiebstähle Bewegung in den Fall. Der wichtigste Tipp in diesem Fall kam ausgerechnet von jenem Mann, der zugab, die Schaufenstereinbrüche in Berlin begangen zu haben. Der sagte aus, dass er in Berlin im Gefängnis gesessen hatte, zusammen mit einem Kompagnon, und zwar Klaus Dieter L. An den hätte er seine Waffe verkauft, die besagte Walter PPK. Natürlich erhoffte sich der Einbrecher durch die Aussage gegen Klaus Dieter L. auch eine Straferleichterung. Es stellt sich heraus, zum Tatzeitpunkt wohnt Klaus-Dieter L. am Nürnberger Albrecht-Dürer-Platz, nur wenige Meter von dem Café entfernt. Klaus-Dieter L. war 42 Jahre alt und hatte einen Großteil seines Lebens in diversen Haftanstalten verbracht. Er war also ein Berufskrimineller, kann man schon sagen, der alle möglichen Delikte begangen hatte, von Betrug bis zu einem Tötungsdelikt war schon alles dabei gewesen. Nach seiner Festnahme bestreitet Klaus-Dieter L. das Verbrechen an Ingrid Z. Er sagte, er hätte die Walter PPK, die er in Berlin erhalten hatte, noch vor dem Verbrechen in Nürnberg eingetauscht. Und er hätte dafür eine andere Waffe erhalten, eine Pistole, die die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg verwendet hatte. Die Kripo hielt diese Aussage nicht für glaubhaft. Sie ging vielmehr davon aus, dass die Wehrmachtspistole aus einem Diebstahl stammte, dass Klaus-Dieter L. die Walter PPK nach dem Verbrechen im Café entsorgt hatte und sich danach einfach eine neue Waffe besorgte. In der XY-Sendung im Februar 1988 gibt Eduard Zimmermann die Festnahme des mutmaßlichen Täters bekannt. Im November 1989 beginnt vor dem Landgericht Nürnberg der Prozess gegen Klaus-Dieter L. Er bestreitet weiterhin, den Raubmord begangen zu haben. Es war ein sehr aufwendiges Verfahren, ein reiner Indizienprozess, der 24 Verhandlungstage andauern sollte. Schließlich wurde Klaus-Dieter L. wegen des Mordes im Café verurteilt zu einer lebenslangen Haftstrafe. Der Mord an Ingrid Z. konnte nur auf Umwegen geklärt werden. Für eine Beute von 2000 D-Mark wurde die Kellnerin erschossen. Und das war Hallo Deutschland an diesem Dienstag. Mehr von uns sehen Sie, wenn Sie mögen, morgen hier wieder. Und bis dahin, einen schönen Abend Ihnen. Ciao.